Ja, Moiner. Ja, so sieht's aus. Und versöhnlich wollen wir sein. Ihr seht, wir haben diesmal Gäste. Gäste unter anderem von der Linkspartei, Gäste von der SPD und Gäste von der Antifa, was uns wirklich ganz besonders freut. Von der echten Antifa. Zeigt euch mal bitte und haltet die Flaggen hoch, ja? Damit wir sehen, ja, wer sich hier mit uns gemein macht. Genau so sieht das aus. Das ist die wahre antifaschistische Aktion. Und der wollen wir auch gerecht werden. An unsere Gegendemonstranten möchte ich nochmal adressieren. Wir möchten euch lieben. Wir möchten euch lieben von ganzem Herzen. Und wir versichern euch, wir stehen hier heute als Endgame, die engagierten Demokraten gegen die Amerikanisierung Europas. Was aber nicht heißt, dass wir uns gegen das amerikanische Volk richten, noch gegen irgendein anderes Volk auf der Welt. Wir solidarisieren uns mit allen unterdrückten Völkern, auch mit den Amerikanern. In diesen Tagen trauern wir um vier Amerikaner. Zunächst einmal ist da David Crowley, der Autor des Films Grey State, der angeblich seine Familie erschossen haben soll, wo es aber ganz verdammt nochmal danach riecht, dass er sich nicht erst seine Familie und dann sich selbst getötet hat, sondern dass das jemand anders gewesen ist. Warum? Weil es mittlerweile in den USA über 800 Konzentrationslager mit einem Fassungsvermögen von mehreren hunderttausend Menschen gibt, sowie Millionen von aufgebahrten Leichensäcken. Darüber hat dieser Mensch einen Film gemacht. Und da fragen wir uns, ist der Mann um die Ecke gebracht worden, dass er darüber berichtet, über solche Sachen? An ihn, an David Crowley, möchten wir erinnern und unsere Sympathie mit den Amerikanern und der Unterdrückungsmaschine, gegen die sie sich wehren, dass sie dereins auswischen, die Sympathie für diese aufrechten Amerikaner möchten wir ganz deutlich ausdrücken. Sorgen machen wir uns auch um die Situation der Pressefreiheit in den Vereinigten Staaten. Und wir trauern um drei Journalisten, um David Carr von der New York Times, der kurz nach dem Interview mit Edward Snowden verstarb. Den CBS-Reporter Bob Simon, der an einem Autounfall zu Tode kam. Und den NBC-News-Reporter Ned Colt, der einen Schlaganfall bekam. Alle drei arbeiteten zusammen an einem Film über die Hintergründe von 9/11. Alle drei starben in einem Zeitraum von 24 Stunden. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall war bei über 80 Milliarden Dollar, die die Vereinigten Staaten unter anderem gegen ihre eigene Bevölkerung für ihre Geheimdienste ausgeben. Dagegen demonstrieren wir, nicht gegen die Menschen dort. Und wir solidarisieren uns mit den Amerikanern, mit den zigtausenden, zehntausenden und hunderttausenden Amerikanern, die leiden unter der Subprime-Krise, die leiden unter der Deindustrialisierung, die in den USA betrieben wird, und die sterben wegen eines nicht vorhandenen Gesundheitssystems. Das sind die Sachen, wo wir sagen, wir solidarisieren uns ganz klar mit der US-amerikanischen Bevölkerung und lassen uns nicht das Stigma des Anti-Amerikanismus aufdrücken. Und Konstantin wird euch bestimmt sagen, warum wir hier stehen und wogegen wir als Endgame stehen. Nämlich nicht gegen diese Menschen, sondern gegen was? Tja, was soll ich sagen? Nach der Demo in Erfurt hat unser Oberbürgermeister in Erfurt einen sehr, 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 sehr schönen Satz gesagt. Nämlich, nicht alles ist schlecht, was aus den USA kommt. Aber es kommt ganz viel Schlechtes aus den USA. Wir reden hier von Genfood, Monsanto. Wir reden von Fracking. Und das Allerschlimmste ist dieser weltweite Terror, dem jedes Jahr Tausende, Hunderttausende zum Opfer fallen. Ob direkt durch Waffeneinwirkung, durch geschürte Kriege und Konflikte, die nur den Märkten nützen, oder durch Wirtschaftskriege, durch unglaubliche Dinge, die immer wieder passieren im Namen des Geldes und des Profites. Und das ist nicht die Welt, in der ich leben will. Und ich weiß, das ist auch nicht die Welt, in der ihr leben wollt. Weil Solidarität zwischen den Völkern, Solidarität zwischen den Menschen ist wichtig. Und nicht euer verdammtes Geld. Und alle Kriege der Welt basieren nur auf dem Grund der Gier nach immer mehr, nach immer mehr. Dagegen stehen wir hier. Und es gibt viele Dinge aus den USA, die ich mag. Ich höre gern Hip-Hop-Musik. Ich gucke auch durchaus gerne Filme von denen, ja. Aber ich möchte keine
40.000 US-Soldaten auf diesem Boden haben, die von unser Steuergeldern finanzierten Flughäfen und Militärbasen einen weltweiten Terror entfachen. Das will ich nicht. Ich möchte auch nicht, dass mein Land Mitglied in diesem faschistischen Angriffsbündnis namens NATO ist. Weiterhin möchte auch ich bin selber 3 Jahre im Ausland aufgewachsen, ich kenne einige Länder auch der dritten und der zweiten Welt. Ey verdammt, ich will endlich einen fairen Welthandel. Und das sind dann eben nicht nur die Amerikaner, das sind die Menschen in der Deutschen Bank und in der Commerzbank und bei ThyssenKrupp und bei Krauss-Maffei-Wegmann und wie sie alle heißen. Und auch hier in Hannover. Ein Unternehmen namens Volkswagen, ja, 25% im Staatsbesitz, die zahlen hier keine Steuern, das ist einfach nur eine Frechheit, ja. Und hinter uns steht die Hannover Spielbank. Das ist nur ein Haus, wo man Geld verspielen kann. Wir leben aber hier in einer Welt, in der täglich Geld verspielt wird. Wir brauchen 20 bis 30 Milliarden, um jeden Menschen auf der Welt satt zu kriegen und um eine Grundversorgung medizinischer Art herzustellen. Diese Summe wird binnen einer Woche weltweit ausgegeben für Militär. Ja? Die Rüstungsbudgets, auch wenn ich nach Griechenland gucke, muss ich auch sagen, wir sollten endlich wieder auch mehr Griechenland fahren und wir sollten uns auch mit den Griechen solidarisieren. Weil das Einzige, was den Griechen gesagt wird, ist, ja, die in Slowenien verdienen ja noch weniger als ihr, also werdet man auch auf das Niveau noch runtergedrückt. Die Säuglingssterblichkeit in Griechenland ist gestiegen. Das sind alles Dinge, die alle in unserem Namen geschehen. Und Demokratie lebt davon, dass man sie lebt und jeden Tag neu erkämpft. Und dafür stehen wir hier. Und wir lassen uns das nicht mehr vorsetzen, was die letzten 25 Jahre passiert ist. Und ich sage euch eins, 2015 wird unser Jahr. Den geht der Arsch auf Grundeis. Wenn in Spanien die Syriza die Parlamentswahl gewinnt, dann wird dieses unglaubliche EU-Gebäude ins Wanken kommen. Und ich habe nichts gegen eine Einigung Europas. Ich finde es sehr schön, dass ich nach Frankreich auf einen Austausch gefahren bin und dort neben einem Großvater in der Gastfamilie saß. Der war in der Resistance. Mein Großvater war in der Provence auch. Er war in Frankreich als Soldat, als Feldwebel. Und ich bin in diesem Haus aufgenommen worden. Ich durfte dort schlafen. Ich saß dort mit am Tisch. Das ist die gute Seite Europas. Und gegen die sagt niemand was. Aber diese Wirtschaftsgleichmacherei, ja. Und wir gucken nach Griechenland, nach Spanien, die Jugendarbeitslosigkeit. Und ich sehe auch hier ganz, ganz viele junge Menschen. Es liegt an uns, das aufzuhalten. Sonst geht es uns hier bald genauso. Dankeschön. Super! Und wir sollten da nicht verzagen und in den etablierten Parteien, ich sehe da eine Flagge der Linkspartei, ja, den Leuten Stütze geben, den Leuten helfen, die versuchen mit uns diese Freiheiten zu erhalten. Ja. Deshalb möchte ich euch jetzt als erstes ein Grußwort vorlesen und zwar von Olaf Müller. Olaf Müller ist 30 Jahre Mitglied der SPD. War 25 Jahre Mitglied der Europa-Union und ist Friedensaktivist, Mitbegründer der Mahnwachen und hat einen wichtigen Parteitag heute zum Thema TTIP in der SPD, wo er unsere Interessen vertritt. Dafür schon mal einen Applaus für Olaf Müller. Ich bin so verbittert, dass ich mir lange Gedanken darüber gemacht habe, ob ich mich hier in einem SPD-T-Shirt hinstelle. Aber ich möchte allen in der SPD, die diese Eier haben, dieses Rückgrat haben, wie Olaf Müller sagen, kämpft weiter, auch wenn es hart ist in euren Parteien. Wir stärken euch den Rücken. Olaf schreibt, liebe Freunde, Rosa Luxemburg sagte einmal, wer sich nicht bewegt, der spürt seine Fesseln nicht. Momentan spüren viele ihre Fesseln und es werden täglich mehr. 97% sind laut einer Umfrage der EU-Kommission gegen das Freihandelsabkommen TTIP. 83% sagen, ausländische Dienste sollen keinen Zugriff auf meine Daten haben. 61% der Deutschen sind der Ansicht, dass man den USA angesichts des NSA-Skandals nicht mehr vertrauen kann. Nur 19% fordern schärfere Sanktionen gegen Russland. Der Ukraine-Konflikt
hat das Verhältnis der Deutschen zu den Medien tiefgreifend verändert. 47% der Befragten teilen die Aussage, dass die Medien einseitig berichten und von der Politik gelenkt würden. All diese Aussagen machen deutlich, wir stehen mit unseren Forderungen im Zentrum der Bevölkerung. Lasst euch nicht kleinreden. Liebe Freunde, es stimmt nachweislich, waren alle Kriegsgründe, welche zum Vietnamkrieg, zum Ersten und zum Zweiten Irakkrieg führten, erstunken und erlogen. Jeder Bundesbürger bis zur Kanzlerin wird von der NSA abgehört. Es wurden tausende unschuldige Menschen durch Drohnen getötet, koordiniert in Deutschland. In dem Freihandelsabkommen steht ein Passus, wonach alle Gesetzentwürfe erstmal in den USA abgesegnet werden sollen. Und trotzdem sagt euch Olaf Müller, trotzdem bittet er euch, verfallt nicht in Anti-Amerikanismus. Denn auch das ist die Wahrheit. Es sind Menschen wie JFK und Martin Luther King, Woodward und Bernstein, Manning und Snowden, welche uns zu höchstem Respekt veranlassen. Es ist die amerikanische Friedens- und Bürgerbewegung, die viel größer ist als unsere, welche gute demokratische Ziele verfolgt und uns als ein leuchtendes Beispiel dient. Ich möchte euch an dieser Stelle von dem CIA-Offizier Ray McGovern erzählen. McGovern war als Mitglied der CIA unter 7 US-Präsidenten insgesamt über 27 Jahre lang für die morgendliche Berichterstattung im Weißen Haus zuständig. Einige von euch werden ihn kennen. Er schrieb vor einigen Monaten zusammen mit anderen Ex-CIA-Mitarbeitern unsere Bundeskanzlerin an, um sie zu warnen, dass sie von den USA in einen Krieg getrieben werden soll. Dieser Mann gab eine hohe Auszeichnung aus Protest wieder an den Präsidenten zurück, weil er die Folter der USA im Irak kritisierte. Er sagte, dass die USA einen Putsch in der Ukraine durchgezogen haben. Er lobt das besondere Verhalten Putins und erzählt, wie die USA ihr Versprechen gegenüber Russland gebrochen hat, keine NATO-Osterweiterung voranzutreiben. McGovern redet aktuell davon, dass Deutschland erstmals seit 1945 den Gehorsam verweigert und sich deutlich gegen Waffenlieferungen in die Ukraine ausspricht. Nach seiner Einschätzung sorgt der deutsche Ungehorsam, insbesondere bei den konservativen US-Politikern, für Unmut. Dieser Mann, schreibt Olaf Müller, ist für mich ein Partner, so wie alle, die wahrhaft ehrlich sind. Wir sollten nicht verallgemeinern, nicht alle Politiker, nicht alle Journalisten oder Banker sind schlecht, nicht jeder Russe ist ein Engel und nicht jeder Amerikaner ist ein böser Mensch. Seht genau hin und beurteilt jeden individuell, wie auch jeder für sich individuell beurteilt werden möchte. Das ist der erste Weg in die richtige Richtung. Es geht nicht um ein Pro oder Contra von Freihandel, es geht nicht um Pro oder Anti-Amerikanismus. Es geht um die Kontrolle demokratischer Politik bei der Gestaltung und Kontrolle der transatlantischen Handelsstruktur. Es geht um den Primat der Politik über die Wirtschaft. Liebe Freunde, Helmut Schmidt warnt nicht nur vor einem dritten Weltkrieg, er redet auch vom Raub des Kapitalismus. Dieser ist es, welcher uns in Kriege treibt. Dieser ist es, welcher unsere bestehenden demokratischen Strukturen aushöhlt. Die USA sind von diesem Raubtier besonders befallen und seine demokratischen Strukturen sind von ihm durchsetzt. Wir dürfen nicht zulassen, dass wir in blindem Gehorsam unseren European Way of Life opfern. Zu viel hätten wir zu verlieren. Lasst uns zusammen mit allen willigen Menschen, lasst uns zusammen mit unseren Freunden aus Übersee und den Freunden aus der ganzen Welt für ein solidarisches Miteinander streiten. Ein unabhängiges, friedliches und ökologisch ausgerichtetes Europa ist ein Gewinn für unseren Planeten. Dafür kämpfen wir. Grußworte vom SPD-Mann Olaf Müller aus Offenbach, der heute für uns beim SPD-Parteitag gegen TTIP kämpfen wird. Souveränität!